Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und zum Pack Opening. Nach drei erfolglosen Spielen für Robert gibt es jetzt nicht besser. Im Pack Opening und mit dabei sind die altbekannten Fösse, nennen Robi, Robert und der Sunweiß. Ja, moin uns. Yeah. Und da haben wir noch einen Sonox und einen Unidax. Moin sind. Jo. So, heute gibt's mal Päckchen ziehen auf der PS3 und der Fessel stellt die erste Frage an die Abonnenten, weil sonst werden wir immer gefragt und jetzt fragen wir mal zurück. Liebe Abonnenten, was ist euer Lieblingsvideo auf YouTube? Gute Frage. Ja, es ist schwer. Ich finde die aktuellen Far Cry 3 Videos eigentlich recht interessant. Okay, alle gesehen? Noch nicht alle, ich will mich nicht zu stark spoilern. Okay. Mein Lieblingsvideo war von Can You Beat Us damals noch, wenn auf Black Ops was. Ich weiß gar nicht, auf Away, glaube ich, das Verstecken. Ja. Das hat mir jetzt ziemlich getaugt. Okay. Jo. Robert, hast du eine Frage an die Abonnenten? Boah. Da ich ja wenig mit dem ganzen Milieu eigentlich zu tun habe, fällt es mir eigentlich schwierig, aber... Eben, deshalb ist es umso interessanter, was will einer außerhalb des Milieus wissen? Milieu. Boah. Was spielt ihr persönlich momentan? Oder ob ihr überhaupt spielt? Nein. Erstmal, auf welcher Konsole zockt ihr? Fangen wir erstmal damit an. Sieg! Ich auf der PS3. Und halt gerade Black Ops 2 jetzt, aber nicht mehr so viel. Mir hat es die ersten Tage Spaß gemacht, aber mittlerweile nicht mehr so sehr. Und deswegen bin ich fast wieder bei MW3. Was? Ja. Da los mit Weimann. Keine Ahnung, ey. Mir macht es keinen Spaß, Black Ops 2 online. Und ich zocke immer nur Zombie-Modus dort. Und ja, dann habe ich doch mal wieder Suchen und Zerstören in MW3 gespielt. Obwohl ich während MW3 das Spiel gehasst habe. Okay. Keine Ahnung. Ist der Hernandez was wert? Hernandez? Welcher? Chigrito. Abel. Abel Hernandez. 90 Pace, Stürmer, 78 in Gesamtwertung. 75 in Gesamtwertung, 89 Tempo. Ja, meine ich ja. Nee, abstoßen. Gut, tschüss. Gut, Sunweiß, Frage an die Abonnenten. Boah. Hat er jetzt lange genug Zeit? Ja, ich war hier gerade noch mit Elfmeterschießen beschäftigt. Keine Ahnung, mir fällt jetzt echt nichts ein. Was ist eure Lieblingsfarbe? Ja, keine Ahnung. Alter. Scheiß. Wen habt ihr abonniert und warum? Ja. Also ihr müsst nicht jeden aufzählen, sondern nur so ein paar, die ihr regelmäßig... Die Top 3. Ja. Ja, hier, Commander Krieger. Nicht Schleim. Ne, ehrlich jetzt. klar, I Love Cookies und wer ist noch gut dabei? Ja, M-Core halt. Okay. Ja, die gucke ich auch regelmäßig jetzt. Warum? Ja, CK wegen seiner Art und einfach Commentaries. I Love Cookies halt wegen den speziellen Gameplays und M-Core finde ich einfach sympathisch. Okay. Und vor allem auch ihn wegen Zombie. Okay. Jo. Sonox? Auch die Top 3 Abonnenten oder wie? Sowohl als auch. Also okay. Was und warum? Ich schaue ziemlich gerne PewDiePie, obwohl er früher besser war, als er noch so keine 50.000 Abonnenten hatte. PewDiePie! Ich weiß nicht, warum das alle Leute sagen, so, die waren früher besser. Das ist, andere, ich habe es heute auch wieder gelesen, ah, guck mal, der Krieger, du hast dich ja so verändert, seitdem du so viele Abonnenten hast. Ich meine, ohne das Böse zu meinen, guckt euch das beste Beispiel, wenn man immer in einer gewissen Art und Weise so weitermacht, vielleicht mal eine Pause macht, dann hat man halt kaum eine Möglichkeit zu wachsen. Und ich möchte halt nicht so engstirnig sein und nur sagen, hier, COD, COD, weil dann hat man... was weiß ich, total wenig Aufrufe und es ist dann, ja, man kommt einfach nicht weiter, man fährt sich fest und auch diese Oldschool-Commentaries, ich meine, was soll ich euch Tipps geben, wenn ich da selber gerade mal froh bin, eine 1er KD zu erreichen,
Das sollen lieber andere machen, das ist so meine Meinung. Ja, verstehe ich. Es war ja nur früher halt immer so, deine Commentaries, wo du noch Tipps und Tricks gegeben hast, das halt viele Leute geliebt haben und vielleicht meinen die deswegen halt, du hast dich verändert. Ja, zumal, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich heutzutage in eine Lobby gehe, es ist wirklich, wirklich fast unmöglich, einen Abend zu zocken, das ist unmöglich, einen Abend zu zocken, wo mich keiner kennt. In eine Lobby zu gehen, wo mich wirklich kein Schwein kennt. Es ist nicht mehr möglich. Damals war es so eine kleine Community, sage ich jetzt mal, die gezockt hat. Und nach, auch durch YouTube sicherlich, hat sich der ein oder andere dann das Spiel geholt und es wurden immer und immer und immer und immer und immer und immer und mehr. So, und irgendwann kommen, ja, werden die guten Spieler noch abgelöst und es kommen bessere Spieler. Und die ranzen halt einen weg. Ja. Ist der Caicedo was wert? Wer? Caicedo. Sag nochmal, buchstabier mal. C-A-I-C-E-D-O. Caicedo. Warte, ich guck mal eben nach. Reicht, ich komm weg. Brauchst nicht nachgucken. Ja, ist 35k wert. Ja. Ja, so, jetzt bist du in den Arsch gekniffen, und du? Ja, ja, 35k. Hm. Dafür ging es viel zu schnell. Caicedo, ja. Kannst abstoßen. Fragst du mich dann nach einem 76er Rating? 76er Rating. Und Demba Ba? Demba Ba ist ein bisschen was wert. Kannst auf jeden Fall mal behalten. Behalten. Ja, 2k oder so. Kurze Frage, hört man die Spielgeräusche hier? Aber du bist auch auf der Plazy, ne? Das ist gut. Ich bin auf der Plazy, ja. Ja, da sind die Preise sowieso ein bisschen anders. Also auf der, ja, obwohl Demba Ba auch irgendwie 1,8, glaube ich. Okay. Habt ihr denn Fragen an uns? Da denkt man die ganze Zeit über Fragen nach und dann fällt ihm auf der Schnelle eigentlich nichts ein. Apropos, wo wir gerade bei Fragen sind. Ibabo! Hast du gezogen? Ja. Behalt den. Nimm den in dein Team. Der ist nicht viel wert, aber der ist geil. Der ist richtig geil. Ja. Wenn der nicht viel wert ist, packe ich den in mein Team. Mach die Xbox an und ich gebe dir 4 Stück mit Ibabo. Ja, ja. Alles klar. Challenge accepted. Machen wir gleich. Heute gibt es nur 2-Pack-Openings. Ja, ich sweate mich dann aber zu Tode, ne? Ich habe nur in einen Fuffi investiert. Och, nur. Heute. Nur. Ja, wenn der neue Monat ist, also sprich im Dezember, da können wir wieder darüber reden, dass da mal wieder ein bisschen mehr rausgeprügelt wird. Weil ich kann es ja auch absetzen steuerlich. Ja. So, aber ich wollte mal was sagen. Und zwar kriege ich derweil, ist irgendwie so momentan Nachrichtenphase, wo die Leute mir eine Nachricht schreiben und unten drunter, egal was da drin steht, antworte bitte, wenn du die Nachricht gelesen hast. Ey, es geht so auf den Sack, Leute. Wenn ich auf jede Nachricht, die ich da lese, sowas antworten müsste, dann könnte ich gar keine Videos mehr machen. Und vor allem das Geilste ist dann so, ey, du machst geile Videos, antworte bitte, wenn du das gelesen hast. Sonst bist du arrogant. Worauf soll ich antworten? Ja, die fühlen sich halt dann toll, wenn sie eine Nachricht bekommen. Nur Rons hier. Spielt ihr im FIFA? Ich hab's auf der Xbox, ja. Ich finde das ja schon relativ löblich, dass du dir sehr viele Nachrichten durchliest. Nee, ich lese mir jede Nachricht durch. Also. Wirklich jede Nachricht noch? Wirklich jede Nachricht lese ich auf jeden Fall. Also ich kann jetzt meinen Posteingang aufmachen und da ist vielleicht 20, 30 ungelesene Nachrichten, seitdem ich jetzt hier zocke. Also ich kriege am Tag so im Schnitt momentan 2000. Oh mein ich Gott. Antworte circa so auf 500 bis 800. Was? Ja. Jeden Tag. Wie schaffst denn du das? Dafür nehme ich mir die Zeit. Das ist so quasi, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, hier, blablabla. Für mich ist es eine Art und Weise von Service. Ich beantworte nicht mehr so klassische Fragen, so was weiß ich, aber zum Beispiel, dass momentan halt viele fragen, was ist denn mit Assassin's Creed? Kommt das nicht mehr? Standen 3 Videos drin, hatte ich auf Facebook drin stehen, ich habe es in einem Video gesagt, da so eine Frage beantworte ich nicht. Da kann man jetzt sagen, ja, der ist arrogant. Urbina, Silberspieler, Nigerianer. Urbina, der geht, glaube ich. Gut. 2K. Okay.
So, und dann kommen die Leute an und meinen halt so irgendwie, ja, ich zum Beispiel, ja, kannst du mir einen Fernseher empfehlen? Oder wie teuer ist Assassin's Creed? Sorry, aber ich bin jetzt keiner, der hier irgendwie eine Auskunft ist. Ich meine, dafür gibt es Google und Assassin's Creed 3 bei Google eingeben, dahinter noch vielleicht Amazon oder was weiß ich. Dann weißt du, Arschloch. Ja, voll. Das geht wesentlich schneller, als auf meine Antwort zu warten. Und auf sowas antworte ich nicht. Das ist mir. Ja, aber darum geht es den Leuten ja gar nicht. Die wollen einfach nur eine Antwort bekommen. Denen fällt vielleicht keine bessere Frage ein. Die wollen einfach nur eine Antwort haben. Ja, oder gucken, ob ich schnuggel. Ja. Nee. Ey, wie oft soll ich diesen ja, natürlich, Titel noch ziehen hier? Fick dich. Zehntes Mal doppelt, oder? Die habe ich bestimmt jetzt schon dreimal gezogen hier, seitdem wir es machen. Also ihr habt noch ca. 850 Points. Zeit. Für eure Zeit. Fragen. Das ist gar nicht so leicht, ey. Ich habe mal nochmal ganz kurz eine Frage. Ja. Kennt man mich? Oder wüsstet ihr jetzt so aus dem Stegreif, wer ich bin? Ich kenne dich aus halt den Videos teilweise oder mal ein Livestream. Aus der RTL 2 Show. Ja. Robert! Ja. Nein, das ist nicht der Robert. Also das ist auch das Geile. Das muss man hier direkt noch sagen, weil jetzt dahinter. Ey, ist das wirklich der Robert? Nee. Der hört sich im Fernsehen ganz anders an. Nee, aber ihr kennt den? Also ich hab schon mal gehört, ja. Also und jetzt nicht, ich war nicht auf dem Kanal oder so, aber. Weiß jetzt, Preisfrage, es gab jetzt, die Antwort gab es schon in den vorherigen Videos. Wisst ihr, woher ich den kenne? Mm-mm. Okay. Keine Ahnung, sorry. Ich habe Joe Hart gezogen, willst du den haben? Was? Ich? Digga, leck mich. Ach ja. Nee, mich kennt er aus dem Casino. Also, ich bin auch einer der vielen Straßenmusiker. Casino-Vergangenheit. Ja. Statt sitzen. Zusammen mit dem Buschi. Sitzt er da mit der Panflöte, um seinen Unterhalt zu finanzieren. Sonst gar keine Fragen. Doch, ich hätte mal eine Frage. Jetzt hat mir jetzt was eingefallen. Weil du siehst ja die ganzen anderen auf YouTube jetzt mit ihren guten Gameplays oder was sie ja spielen. Ob dich das irgendwie nervt oder so, dass du jetzt nicht die Hammer-Gameplays teilweise erspielen kannst, lieber deinen Abonnenten was Besseres bieten willst oder dir das eigentlich egal ist. Also mir persönlich, wenn ich deine Videos gucke, ist scheißegal, welche KD oder so du hast. Mir geht's ums Commentary, aber wie es dir dabei geht. Ist eine coole Frage erstmal. Ich habe damit gar keine Probleme. Ich denke, wenn ich sogar noch besser spielen würde, dann hätte ich noch mehr Probleme, weil dann würde ich wesentlich mehr, Druck haben. Boah, du musst jetzt was richtig Fettes und das musst du auch nochmal toppen und das muss noch besser werden und das muss hier noch krasser werden. Und den Druck kann ich mir einfach nicht erlauben, sage ich jetzt mal. Das ist so, wie soll ich es beschreiben? Ich will ja auch nicht jeden Ranz hochladen. Okay, bei World to Commander sieht es so aus, ja. Aber da geht es ja jetzt auch so langsam bergauf. Aber letztendlich kann ich mich so wesentlich mehr auf meine Commentaries konzentrieren. Und bin ich jetzt gezwungen, ja, den Ultra Poner raushängen zu lassen. Vielleicht wäre ich dann sogar arrogant. Na, das glaube ich nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier der weltbeste Call of Duty Zocker in der Haus wäre, vielleicht wäre ich arrogant, okay, keine Ahnung. Also, oder wenn ich so die, ich sag jetzt mal, die Top 3, Top 4 Spieler wegranzen würde. So ein Tesco Solution oder Asiadi, wenn ich die wegknalle. Naja, das ist dann. Okay, ja, gut. So. Wir sind auch soweit durch. Jetzt brauche ich von, wie nehmen wir denn? Von Sonox, von dir brauche ich jetzt einen Anfangsbuchstaben. Irgendein. Ja. Keine Ahnung, X. Okay. Jawohl. Es ist scheiße. Nein, ist geil. Ach, komm, was hast du gegen X, aber Mann? Es wird keiner hier X heißen. Irgendwie Xaver.
Okay, M. Okay, den ersten, den ich jetzt, dessen Vorname mit M beginnt, den ziehe ich jetzt hier rein. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier schon mal die Aufnahme. Okay. Und dann ich bedanke mich. Ja. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, das war überraschend. Ja, bei mir auch. Ja, was macht ihr eigentlich hier um 2:30 noch wach? Wie alt seid ihr? Ich bin 14. Ich werde nächste Woche 16. Okay. An den 14-jährigen Schulnoten Durchschnitt? 3,0. Sowas. Sonox? 2,3. Okay, 2,3 kann ich lassen. Unidax? Ja, wenn wir noch 3. mal skypen, muss der besser sein als eine 3. Okay. An dieser Stelle, gut Schuss, euer Commander. Danke an alle Anwesenden. Ja. Und gleich geht's weiter. Tschüss. Danke, ciao.